Moin moin meine Lieben, und heute geht es tatsächlich weiter mit einer weiteren Solo-Strategie, die ich euch gerne vorstellen möchte, damit ihr vielleicht neben Brigaron noch ein zweites Pokémon habt, was ihr benutzen könnt. Und zwar haben wir in dem Fall Viscogon, und mit diesem Pokémon geht es wirklich einfach. Ich zeige euch natürlich heute einmal wieder den Aufbau, dann den ganzen Kram im Raid. Dann solltet ihr bereit sein für die 7 Sterne Visaflor Raids. So Freunde, hier sind wir bei unserem Hisui Viscogon. Dieses ist wirklich super geil für diese Strategie. Und zwar haben wir hier ein Terra-Typ Stahl-Pokémon. Und vor allen Dingen, ihr wisst ja, Stahl ist immun gegen Gift. Das heißt, dass zum Beispiel Visaflor mit der Attacke schon mal nicht angreifen kann. Luftballon hat zur Folge, dass wir von Erdkräfte nicht getroffen werden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Fähigkeit Vegetarier lässt uns auch von Pflanzenattacken nicht treffen. Deswegen seid ihr komplett immun, und das ist das Coole an diesem Bild. Und zwar haben wir hier als Attacken Fluch, Eisenschädel, Schutzschild und den Gyroball. Bei Gyroball empfehle ich euch noch die AP zu erhöhen, das wäre sehr, sehr wichtig. Und das Schutzschild ist im Prinzip für den Moment, wo dann Bisaflor die Fähigkeiten halt deaktiviert und eure Werte zurücksetzt. Für den Moment müsst ihr den Schutzschild zünden, damit ihr dann darauf dann ganz normal weitermachen könnt. Ein mutiges Wesen ist ganz, ganz wichtig, also sprich Angriff plus und Initiative minus, damit der Gyroball auch mehr Schaden macht. Und bei den EVs erhöhen wir KP und Angriff, DVs natürlich alles außer den Spezialangriff. Und das ist das Coole an diesem Bild halt, wie ihr schon sehen könnt, Stahl immun gegen Gift. Dann haben wir Vegetarier und wir haben noch dann den Luftballon für die Erdattacken. Also wenn ihr dann alles richtig beachtet im Raid, seid ihr wirklich unverwundbar, was halt super geil ist. So, wir sind im Raid angekommen. Das Ganze habe ich euch mal ein bisschen verschnellert, damit das auch nicht zu lange dauert. Hier fangen wir ganz normal an, den Kampf, die ersten Runden mit dem Eisenschädel anzugreifen. Habt ihr dies dreimal in Folge gemacht, kommt dieser Floor mit der Statuswerte-Zurücksetzung. Und dann ist es wichtig, dass ihr gleich bereit seid, dann das Schutzschild zu setzen. Jetzt kommt nämlich die Geschichte. Jetzt gehen wir rein in den Schutzschild, schützen uns vor den Erdkräften, weil wenn wir das nicht machen, würde der Luftballon kaputt gehen. Eine andere Sache, die ich noch anmerken muss, ist in dem Fall haben wir einen Kramor in diesem Raid, was halt ein bisschen, ja, ich sag mal schlecht ist, denn auch gerade der Gyroball ist ja wichtig, dass wir dann langsamer sind als das Ziel, welches wir angreifen. Also wir versuchen ja hier mit Fluch halt den Angriff zu steigern und die Verteidigung, dementsprechend bezahlen wir aber mit Initiative, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Aber das Problem ist, dass halt Kramor die Grimasse einsetzt. Deswegen achtet bitte darauf, wenn ihr Raids macht, dass gewisse Pokémon nicht dabei sind, die halt auf die Initiative gehen. Weil ihr habt dementsprechend dann weniger Schaden mit dem Gyroball. Deswegen das Ganze. Wir gehen hier auf jeden Fall weiter rein in den Fluch, bis wir dann halt auf plus 6 Angriff sind und können dann tatsächlich mit der Terra-Kristallisierung gleich beginnen. Sind wir dann soweit, können wir dann Terra-Kristallisieren, gehen ganz normal dann in den Gyroball und dann seht ihr nämlich auch gleich, was passiert. Ich habe den Raid nämlich jetzt extra drin gelassen, damit ihr einfach mal sehen könnt, was für einen Einfluss das hat. Was gleich passiert, wie viel Schaden der Gyroball tatsächlich macht. Der ist nämlich verschwindend gering. Das kommt aus dem Grund, weil Bisaflor halt auch eine sehr niedrige Initiative hat durch die Grimasse. Aber jetzt macht er im Prinzip alle seine Effekte wieder weg. Das heißt, die Initiative ist wieder plus minus null. Und jetzt seht ihr mal, wie der Gyroball normalerweise Schaden macht. Und das hier, der Raid hat tatsächlich trotzdem geklappt. Dennoch achtet bitte darauf, ihr macht euch das unnötig schwer. Und es dauert halt auch noch länger, weil halt weniger Schaden einfach macht. Also da bitte drauf achten, wenn ihr dann raidet, keine Pokémon dabei zu haben, die dann die Initiative von Bisaflor senken. Hier haben wir halt Glück gehabt, dass Bisaflor sich zurückgesetzt hat, aber auch Kramor weiterhin, ihr seht's, macht weiter Grimasse. Dementsprechend machen wir jetzt mit dem nächsten Gyroball auch wieder weniger Schaden. Weil Grimasse macht minus 2 auf Initiative und das Problem ist ja, wir müssen ja darauf hinausgehen, dass wir von der Initiative schlechter sind als das Bisaflor. Und dementsprechend macht dann halt auch der Gyroball viel, viel weniger Schaden. Also das ist auf jeden Fall was, worauf ihr achten müsst. Ansonsten halt das Schutzschild, nachdem die Werte zurückgesetzt wurden. Und dann könnt ihr den Raid wirklich easy einfach durchklicken und richtig geil farmen. Weil ihr kriegt halt auch hier gute Geheimgewürze. Das war's mit dem heutigen Video, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Guide weiterhelfen. Falls ja, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Oder schreib auch gerne rein, was für Pokémon du noch für das 7-Sterne-Bisaflor-Raid-Event benutzt hast.
Vergesst natürlich nicht, ein kostenloses Abo dazulassen und ein Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder, meine Lieben. Macht's gut.